Moin! Ah, ja, ich bin wieder da. Letzte Woche war ich die ganze Woche auf. Mein Handy läuft. Die ganze Woche auf externen Drehs. Es war mega geil. Wirklich, es war richtig krass. Und ich sag das nur ganz kurz, weil ich habe ja nichts gefilmt. Weder Stories noch ein Vlog. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht vorher gefragt habe, ob ich einen Vlog machen kann. Und bei so großen Produktionen muss man das vorher fragen. Wir haben heute schon gedreht und es ist endlich etwas gekommen, auf das ich ewig gewartet habe. Ich zeig's euch. Die neue Einfahrt. Woo! Nein, die meine ich nicht. Aber über die müssen wir kurz sprechen. Hier. Eine Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Stufe. Die ist viel, viel kleiner als die Stufe vorher. Die Stufe vorher war so groß. Und eben gerade ist das gekommen, was gekommen ist. Und es hieß, nee. Nein, es passt da nicht rein. Ich gesagt, okay, wie ist die ganze Rest da reingekommen? Nein, Rampe. Ich gesagt, ja gut, ich hole ja gerade schon eine Rampe. Und dann haben wir es reingebracht. Aber Jesus, es war eine Diskussion bis dahin. Das sind wirklich, das sind vielleicht 6, 7 Zentimeter. Vorher waren das bestimmt 10. Das ging ja schon mal gut los. Die Einfahrt ist an sich viel geiler als vorher. Wir haben nicht gepflastert, weil das ist hier so krass uneben und so scheiße und abgesackt, dass Estrich ein bisschen geiler ist. Meine Estrich-Boys waren hier, haben das gemacht. Optik, darüber lässt sich streiten. Jetzt aber erstmal rein, angucken, was endlich gekommen ist, weil Gott, ein Jahrzehnt, naja, so lange nicht, jahrelanges Problem ist jetzt fast schon gelöst. Fast. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, genauso wie ich, nicht wissen, was Waldtherm ist. Waldtherm ist. Gott, die Trockenbauer oben sind so crazy. Waldtherm ist eine Ofenfirma. Und ein Freund von meinem Vater hat sich dieses Themas jetzt endlich mal angenommen. Ihr wisst es alle, ich habe keine Heizung. Ich hatte in keiner Werkstatt eine richtige Heizung. Und er hat mir diesen Ofen empfohlen und wird ihn auch mit mir einbauen. Das Ding ist, der Ofen ist endlich da. Gott, dank Corona hat das ewig gedauert. Ich glaube, anderthalb Monate. Ich glaube, vor einem Monat habe ich ihn bezahlt und ich hatte 2 oder 4 Wochen Zahlung. Es ist ewig lange her, aber er ist jetzt da. Das Ding ist, oh Mann, die hatten ja keinen Bock, das die Stufe runterzustellen. Deswegen steht das Ding mitten im Raum und wir müssen wohin? Dahin! Ja, der Ofen muss dahin, da wo jetzt dieses schöne Sideboard steht. Wir wussten, dass das da nur übergangsweise steht, weil wir ja schon lange besprochen haben, wo und warum. Hier müssen neue Ofenrohre rein. Das Ding ist, wenn ich das hier wegnehme, erkennt man diese kleine Klappe. Da waren schon mal, oder da war oder ist schon unser Schornstein. Und wir lassen da neue Rohre einziehen. Das passiert jetzt diesen Freitag. Auch das. Es hat unendlich lange gedauert. Oh Gott, es ist wirklich crazy. Also dieses Mal, und das ist ja bei dieser Werkstatt so ein bisschen das Thema, bin ich voll motiviert. Ich ziehe das durch. Wenn mir einer sagt, Digga, das ist die Lösung, dann let's go. Egal, ich wollte mich vernichten bei dem Preis des Ofens. Aber der soll halt saugeil sein. Er hat auch eine gewisse Optik. Das finde ich ist auch ganz wichtig, weil ich stehe halt jeden Tag hier drin. Und er macht es schön warm. So, Ofen ist da. Ofenrohre kommen am Freitag und werden von ganz oben hier reingezogen. Was ist jetzt das Problem? Was zeige ich euch? Das Problem ist folgendes. Ihr erinnert euch an die Stufe, die draußen schon ein Problem war? Nein! Die Stufe hier ist noch viel größer. Nicht viel größer, aber ein bisschen. So viel größer, als ich die gefragt habe, hey, könnt ihr mir ganz kurz für ein bisschen hier noch helfen, den runterzufahren? Nein! Sackkarre genommen, ciao, weg waren sie. Also nicht Sackkarre, sondern Hubwagen. Das Ding ist, allein kriege ich den nicht runter. Und Richard ist erst später die Woche da. Und mit Richard würde ich das auch mega ungern machen, weil der Ofen wiegt über 400 Kilo. Und wir hatten schon mal probiert, die Bohrmaschine hier runterzubringen. Die wiegt nur knapp über 100. Und das war schon nicht so nice, weil das Ding ist halt sehr hoch. Und das neigt natürlich voll zum Wackeln. Insofern, ich muss jetzt irgendwie eine Rampe bauen. Das mache ich aber nicht heute. Ich spreche erstmal mit dem Typen, der den Ofen einbaut. Eventuell hat der noch einen Tipp. Das Ding ist, es geht voll voran.
Es geht richtig voran. Und eine Sache kann ich euch da auch noch zeigen, die auch voll vorangeht, die noch viel geiler ist als alles andere, was ich hier gerade gezeigt habe. Noch geiler als alles andere ist, ich habe mir einen Porsche gekauft. Das klingt so bescheuert. Bevor ihr mich jetzt hasst, bevor ihr jetzt mich mit den oft auch negativen Sachen überwerft, die verständlicherweise zu überwerfen manchmal wären, es ist der billigste Porsche 996, den ich finden konnte, der einen Motor hat. Es gab noch billigere, da hat der Motor gefehlt, eine Hälfte vom Auto war weg oder der Wagen war komplett Schrott. Dieser Wagen ist der günstigste 996, der zumindest theoretisch fahrbereit ist. Man kann auch fahren, ich habe ihn gerade einmal raus und reingefahren, weil der Ofen rein musste. Er fährt, aber er hat seine deutlichen optischen Schwächen. Technisch nicht so sehr, denn ich habe den Wagen zwar blind gekauft, also ich habe ihn gesehen, den Typen angeschrieben, gesagt, ich kaufe den, aber du musst TÜV machen und mir vorher den Bericht schicken und ihn durchchecken lassen. Durchgecheckt ist er hatte ein paar Sachen. Das sind im Prinzip tatsächlich genau die gleichen Sachen, die auch beim TÜV aufgefallen sind und die wurden alle behoben. Das heißt, diese ganzen Kleinscheiß-Sachen wie die Gummidichtung hier, das Teil da, die Stoßdämpfer, das ist alles schon gemacht. Insofern, das ist schon mal ganz geil, weil ihr wisst es, ich habe im Podcast schon gesagt, ich habe gar keine Ahnung von dem Thema, aber ich habe übelst Bock und hier kann ich das jetzt nochmal richtig erklären. Das Ding ist, ich bin sehr, sehr viel im Holzbereich unterwegs. Das macht mir mega viel Spaß. Ich habe da richtig Freude dran. Aber im Prinzip suche ich auch als Mensch, so wie wahrscheinlich die anderen auch, Herausforderungen. Und das ist manchmal Daddeln, sogar sehr oft, fast jeden Abend, aber auch handwerkliche Herausforderungen. Das hier hinter mir, das ist eine handwerkliche Herausforderung. Ich weiß nicht, wie man ein Auto lackiert oder foliert. Ich habe wenig Erfahrung mit Elektronik, aber wir wollen die Kiste fit machen. Auch nochmal, wir werden nicht den Motorblock auseinanderschrauben. Wir werden Sachen machen, die optischen Einfluss haben, vielleicht auch ein paar Sachen technisch. Gott, die Felge! Was ist mit dem Gimbal? Ah! Da ist doch glatt das Gimbal abgekackt. Das Gimbal hat den Kratzer an der Felge gesehen und sich gedacht, das war's. Wir haben tatsächlich noch mehr solche Sachen draußen. Die gucken wir uns jetzt zuerst an und dann hüpfen wir mal rein. Und dann brauche ich euren Rat, weil ich weiß, dass viele von euch mehr Ahnung von Autos haben als ich. Das ist völlig in Ordnung. Also außen gucken, innen gucken, let's go. Schön pickelig, so habe ich es am liebsten. Fünfmal überlackiert. Geil. Hey, schön. Da sind wir nun. Ich kann euch direkt ein paar wunderbare Sachen zeigen. Genauso wie, ich wollte eigentlich ein Navi einbauen. Beziehungsweise erstmal eins ausbauen und dann eins einbauen. Ich habe gar kein Navi. Eine Sache muss man erklären. Es geht überhaupt nicht darum zu flexen. Ich bin nicht der Typ zum Flexen. Mich interessiert das nicht so sehr, was andere über mich denken. Manchmal mache ich mir darüber zwar Gedanken, aber im Prinzip mache ich das vor allen Dingen für mich. Und genau die Frage habe ich mir schon immer gestellt. Ich wollte schon immer ein Auto umbauen. Tatsächlich mein Z3 damals, mein allererstes Auto, wollte ich auch schon umbauen, aber ich hatte einfach keinen Plan. Und jetzt habe ich mir überlegt, komm, jetzt ziehst du es einfach mal durch. Du ziehst es durch. Und ich habe erst überlegt, oh, ich brauche Luft, hier drin ist kaum Luft, ob ich ein Camper, Alter, Moment. Das ist Flauscheteppich. Guckt mal. Ey, das ist schon wieder geil. Das hatte mein Z3 auch, aber in Leo. So, was ich sagen wollte ist, ich habe erst überlegt, ob ich einen Camper ausbaue, so wie alle das machen. Das Ding ist, ich finde Campen nicht geil. Das Ding ist, ich brauche keinen Camper. Das Ding ist, ich brauche auch keinen Lieferwagen. Ich brauche gar kein Auto eigentlich, weil ich eigentlich in der Regel immer zu Fuß gehe oder mit der Bahn fahre. Ich fahre Auto, wenn ich einkaufen fahre, was einmal die Woche ist. Und ich fahre Auto, wenn ich zum Baumarkt fahre, was manchmal auch einmal die Woche ist. Mehr nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, was macht richtig Bock? Was finde ich geil? Und ganz ehrlich, ihr könnt mich dafür hassen oder nicht, ich finde Sportwagen geil. Also ich bin
vielleicht nach außen hin nicht optisch der Typ, aber ich finde es mega nice. Also ich finde es halt auch richtig geil, wenn man mit dem Auto schön fahren kann. Es ist sportlich, es macht Spaß. Man muss nicht 400 fahren, gar keine Frage. Aber so ein bisschen einfach sportlich fahren, ein bisschen Spaß haben, das finde ich geil. Und deswegen habe ich halt überlegt, was geht. Und ich sag mal so, ein anderer Porsche geht definitiv nicht. Das ist budgettechnisch nicht möglich. Aber der hier war möglich. Und deswegen ist das einfach so ein turbogeiles Projekt. Ich habe so Bock darauf. Eine Frage stelle ich mir schon. Und wenn ich die google, kriege ich nur dumme Antworten. Was sagt ihr dazu? Was ist wohl für einen Laien? Wir gehen wirklich von 0,0 Skill aus. Was ist einfacher? Zu folieren oder zu lackieren? Das Ding ist, normalerweise sagt man, folieren ist super, wenn man den Originallack schützt. Ich glaube nicht, dass das der Originallack ist. Wir haben hinten den Spoiler gesehen. Der sieht nicht sehr original aus. Wir haben schwarze Stoßstangen hinten und vorne. Also das liegt daran, dass es ein amerikanisches Auto ist, also ein Re- oder ein Import. Deswegen sehe ich hier auch Miles per Hour. Für alle, die sich interessieren, der Wagen hat 104.000 Kilometer, ist ein Rentnerfahrzeug und der Rentner hat wohl auch dran rumgebastelt. Ich schätze mal, er hat den Spoiler lackiert. Aber was sagt ihr? Was ist einfacher? Lackieren oder folieren? Und eine Sache kann ich auch schon sagen. Ich hab bei Instagram gefragt, wie sollen wir das Auto nennen? Weil ich finde, so ein Auto, vor allen Dingen, wenn es ein Projektauto ist, braucht einen Namen. Und es gab so viele nice Vorschläge. Aber einer, ich habe ihn gesehen und das war's. Shittybox. Der 996, wahrscheinlich andere auch, hasst mich nicht, ihr Porsche-Lover, hat hinten noch zwei Minisitze. Das ist ganz gut, weil wir ja ein Kind haben und ein zweites bekommen. Das heißt, im Notfall kann man alle irgendwie erstmal hier reinbekommen. Viele hatten ja schon Sorge, dass die G-Klasse weg ist. Nein, das ist mein normales Auto, damit fahre ich rum. Aber das Ding ist, an so einem Auto würde ich nie rumschrauben. Das ist ein super Zustand, Originalzustand und wirklich ein sehr teures Auto, wenn man das so sagt. Das heißt, da würde ich auch nicht dran rumschrauben. Nur für alle, die jetzt sagen, du spinnst. Ein bisschen, aber ich würde, wie gesagt, auch da meine Grenzen nicht komplett ausreizen. Deswegen dieses Fahrzeug. Ich zeige euch jetzt noch drei Aufnahmen davon und dann gehen wir wieder rein. Habt ihr das gesehen? Die Fenster fahren da noch so geil hoch. Oh, so. Also, ich sag's noch einmal, bitte versteht das bitte auf gar keinen Fall als Flexen. Ich habe keine Lust zu flexen, ich brauche auch nicht flexen. Ich habe einfach mega Bock drauf. Und wenn ihr Lust habt, Licht an. Wenn ihr Lust, Gott, Entschuldigung, Licht, Lust, oh Gott. Wenn ihr Lust habt, dieses Projekt zu begleiten, ich werde das hier tun. Wir werden zum Beispiel am Donnerstag den Wagen anmelden. Das heißt, wir können auch mal eine kleine Spritztour machen. Und das ist der erste wichtige Schritt, um zu merken, was ist geil, was ist scheiße. Ich gehe mal davon aus, dass ziemlich viel nicht so geil ist. Der Motor wird wahrscheinlich cool sein und die Form, der Rest geht so. Wenn ihr Bock habt, mich dabei zu begleiten, mich zu sehen, wie ich komplett scheitere, das wird eins der Projekte sein, die wir jetzt angehen. Und für alle, die jetzt sagen, nein, nein, ich will Holz-Content. Auch der ist nicht weg, der ist genauso da, es wird sich nur ein bisschen abwechseln. Dieser Kanal ist für alles auch außerhalb der Werkstatt gedacht. So war der ursprüngliche Plan und genauso werden wir es auch umsetzen. Also muss ich bis Donnerstag warten. Das ist total nervig. Ich möchte eigentlich schon eine Runde drehen. Macht nichts. Ihr wartet mit mir und ihr helft mir zu entscheiden, lackieren oder folieren.